Babysachen. Ja. Nell ist schon lange nicht mehr schwanger. Helen hat Laura entführt. Liebling. Diese beiden haben sie erfahren. Die Kraft des Glaubens, die Stärke der Hoffnung. Doch wie steht es noch mal im Korintherbrief? Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Deshalb sehe ich die Zukunft von Alexander und Laura sehr glücklich. Denn Gott hat ihnen eine große Liebe geschenkt. Schon eine wunderschöne Braut, hä? Fast so schön wie du, Thomas. Alter Schande. Alexander Saalfeld, ich frage dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deine Braut Laura Mahler an als deine Frau und versprichst dir, die Treue zu halten, in guten und bösen Tagen, in Krankheit und Gesundheit, und sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte mit Ja. Ja. Laura Mahler, nimm den Ring, das Zeichen eurer Liebe und Treue. Steck ihn an die Hand deines Bräutigams und sprich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen Gottes bestätige ich den Ehebund, den ihr geschlossen habt. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Alles gut, oder? Ein paar Umwege hätten wir den beiden ersparen können. Den beiden und uns. Ja, vielleicht. Aber wir sind Menschen. Und Menschen machen nun mal Fehler. In der Mathematik ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten gerade. Nicht so im Leben. Im Leben sind die Wege manchmal verschlungen. Ich will dich nicht unter Druck setzen, wirklich nicht. Aber du musst mir eins versprechen. Eins? Alles? Nein, nein, bitte sei ernst. Ich möchte, dass wir ehrlich miteinander sind. Egal, was passiert, lüg mich nicht an. Sag mir die Wahrheit. Ich weiß. Das habe ich dir zu oft versprochen. Aber diesmal meine ich es ernst, wirklich. Menschen machen vielleicht Fehler, aber nicht unbedingt immer den gleichen. Hörst du?
unser Lied. Erinnerst du dich noch? Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying. Schau mal. All die Sterne, was glaubst du? Welcher ist unserer? Weiß nicht. Der da. Guck mal, das ist, ja, das ist der hellste. Wird sein, wenn du ihn ausgesucht hast. Ja, das ist er. Das ist der zweite Stern in meinem Leben. Moment mal, ich möchte nicht, dass du einen zweiten Stern in deinem Leben hast. Der ist so weit weg, da brauchst du keine Angst haben. Außerdem bist und bleibst du der hellste Stern für mich. Mei, war das eine schöne Hochzeit. Ja, nur leider hast du gar nicht so viel davon mitbekommen. Ich konnte doch Robert nicht allein in der Küche lassen. Wenn sein einziger Bruder heiratet, kann der doch nicht den ganzen Tag am Herd stehen. Außerdem hatte ich ja da meine kleine Privatfeier. Du weißt es nicht mehr, wie du zu mir in die Küche gekommen bist und wir beide haben zusammen Walzer getanzt? Dass du mich mal von dir aus auffordern würdest zum Tanzen, das hätte ich nicht gedacht. Könntest du ruhig öfter mal machen. Ja. Und am nächsten Tag kam dann der große Abschied. Ja. Da sind sie dann doch noch in den siebten Himmel geflogen. Stopp. So. Et voilà. Guten Tag. Was meinst du? Ob wir es damit in den Himmel schaffen? Gute Fahrt! Macht's gut! Tschüss. Gute Reise! Passt auf euch auf! Tschüss und hoffentlich bis bald! Danke für alles! Bleib nicht hängen! Manchmal ist alles so schön, da wünscht man sich, dass die Zeit stehen bleibt. Nee, von mir aus kann sie ruhig weitergehen, solange du bei mir bist.